Als nächstes steht das Rivals-Match auf dem Programm. Die Order gegen den Shield. Ja, die Rivalität gab es ja schon mal. Da hat ja die Order sich auch den Titel vom Shield geholt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann jetzt vonstatten geht. Ob sich für Shield vielleicht irgendwann die Titel dann zurückholt, dann beim Elimination Chamber, was ja auch die nächste Groß-Big-Pay-Per-View-Veranstaltung ist. Oder ob die Order wirklich ihrem Ruf wieder mal alle Ehre macht und das dominanteste Team ist, diesmal in Blau-Gelb unterwegs. Zusätzlich zu dem obligatorischen Schwarz. Und Bliss Pio sofort mit einem Backbreaker hier gegen Roman Reigns. Und Whip-In. Und harte Punches, der letzte, auf das maskierte Fressbrett. Und dann noch ein Hypnos, da wirft er ihn praktisch gesehen durch den ganzen Ring. Ach, wirklich durch den ganzen. Und Body Slam. Nicht der schönste, aber effektiv. Und Bliskio trifft mit seinem Top Rope Springboard Moonsault. Und Linesault. Und da hat gesessen. Ich wollte schon gerade sagen, das wäre ein bisschen früh hier für eine Matchentscheidung. Aber das, glaube ich, das schnellste Tag-Team-Match, was es gegeben hat. Zwischen Champions und Former Champions. So, was macht Sin Ken? Der geht jetzt mal ein bisschen im Ring spazieren und der Wechsel beim Shield erfolgt. Jetzt Seth Rollins stürmt da auf Bliskio und fängt sich aber sofort einen Konter ein. Ja, jetzt gibt's wieder mal einen Tag. Den ersten auf Seite der Order und den zweiten beim Shield. Ah, Roman Reigns, der wirft da einfach mal Sin Ken nach draußen, der dann ganz nach draußen fliegt mit diesem Chop, dem Brustkorb. Seth Rollins muss sich da erstmal eine Kopfschere einfangen. Jetzt haben wir beide vom Shield draußen gegen Sin Ken, auch wenn Roman Reigns sich das Ganze nur so ein bisschen anguckt. Aber jetzt mischt er auch mal mit. Und Shoulderblock von Roman Reigns. Ja, Seth Rollins wirft da Sin Ken wieder in den Ring zurück. Ah, da wollte Sin Ken auf Seth Rollins losgehen. Und Sin Ken, der haut ja einfach Roman Reigns vom Apron runter jetzt. Und Flying Forearm. Ja, da hätte Sin Ken ein bisschen besser sich konzentrieren sollen. Und da packt er sich Roman Reigns Whip in. Und Bliskio zieht das Ring seiner Runde. Und jetzt geht's draußen Roman Reigns gegen Bliskio. Oh, sogar Bliskio darf jetzt in den Ring. Und rückwärts Salty, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt die beiden zusammen gegen Roman Reigns. Seth Rollins, der hält sich hier respektabel. Ne, da ist er schon. Und Roman Reigns, der wird hier draußen von Sin Ken so richtig verhackstückt. Aber das Kio schleudert da. So, und jetzt muss Seth Rollins da schon eingreifen, weil sonst wäre es wahrscheinlich ein Countout vielleicht sogar noch geworden. Nein, die Kopfschere wurde gekontert von Roman Reigns. Und da gibt es einen Whip in die Ringecke des Shields. Und jetzt gibt es die Double-Team-Aktion. Und Roman Reigns mit einer Kopfschere und Seth Rollins hier mit der Powerbomb. Ein fixierter Bliskio und haut ihn vom Apron runter. Na, Seth Rollins sollte lieber aufpassen, dass Sin Ken ihn jetzt hier nicht überrumpelt. Na, schöner Konter vom Architekten des Shields. Und ein Rückwärtsalti gibt es da auch noch oben drein.
Den gibt's vollkommen umsonst. Und ja, da darfst du ihn kennen, sich das Ring sag mal. So, und weiter geht's hier in diesem Match. Immer mit diesem scheiß Unterbrechen zwischendurch. Man schmeißt das Telefon wirklich noch ein Fenster. So, wir sehen hier von Sin Ken wunderschönen Dropkick gegen Seth Rollins. Und Seth Rollins flieht. Flog ist das bessere Wort. Hier im hohen Bogen außerhalb des Rings. Ja, Bliss Kyo, was macht der? Der schmeißt Seth Rollins wieder zurück in den Ring. Und Spin Kick von Sin Ken. Aber Augenpiekser von Seth Rollins, der den Kopf da ein bisschen schief gehalten hat. Das sah ja gerade fürchterbar aus. Ja, Sin Ken kann sich aber hier befreien mit einem Konter. Aber jetzt wieder Seth Rollins Armdrücker. Was kommt jetzt? Und das wird das, was machen es aussieht. Powerbomb nach draußen. Meine Güte, Seth Rollins, der räumt hier ja auf. Und Bliss Kyo wird da in den Ring katapultiert. Und Sin Ken hinterher. Also genau über dieselbe Ebene. Könnte man so sagen. So, was macht Seth Rollins? Der geht ganz gechillt in den Ring. Hat alle Zeit der Welt. Fängt sich aber gerade, weil er Sin Ken jetzt so eine kleinere Verschnaufpause gelassen hat, sich jetzt mal einen Konter ein. Ja, Sin Ken konnte ein paar Sekunden lang gut durchatmen. Na gut, was heißt ein paar Sekunden? Ja, und da gibt es den Wechsel auf Seiten der Order. Ja, Seth Rollins, der macht da schon so, come over here. Etc. pp. Er sollte mal wieder wechseln mit Roman Reigns. Was, das sah ja jetzt witzig aus. So, Bliss Kyo fällt schon vorher um. So, oh mein Gott, er will mich treten. Ich fahre mal ein bisschen früher, vielleicht fällt es nicht auf. Und was macht er jetzt? Das, wird das jetzt ein Aufgabegriff oder was wird das? Nein, es wird ein Swing. Den haben wir sonst nur eigentlich von Leon gesehen. Diesen Swing. Ja, schöner Konter von Seth Rollins. Oh, ein Roller. Oh, das ist immer so fatal. Aber Roman Reigns ganz cremig kann da eher retten. Und da geht's in die Ringecke der Order. Und da gibt's einen Move. Er macht das Zeichen. Irgendwas hat er jetzt vor, was richtig Badaboom macht. Und was für ein Elbow. Und ich glaube, jetzt soll ein Cover folgen. Ja, aber reicht das auch, um einen Seth Rollins, oh Gottes Willen, nicht mal bis zwei unten zu halten? Na, beide stehen da. Und was kommt jetzt? Dann nimmt er ihn auf die Schultern. Das ist der Finisher. Der Kraderer Wumsel. Und ich glaube, jetzt wird das Cover. Ich glaube, das war's jetzt. Nein! Seth Rollins kommt in Rekordzeit wieder raus und zeigt sogar Single Leg Dropkick. Na, da wollten die eigentlich wechseln, aber Bliss Kyo verhindert das hier mit diesem Sidewalk Slam. Und ich glaube, Bliss Kyo will fliegen gehen. Und ja, I believe I can fly for 50 Splash. Und er hat getroffen. Ah, Seth Rollins kämpft sich aber zurück. Ja, er muss wechseln. Aber die Order hält Seth Rollins hier ganz gut im Ring. Und da gibt es den Wechsel, aber das nutzt Seth Rollins aus, um Roman Reigns ins Rennen zu schicken, der jetzt erstmal sich in einem Aufgabegriff wiederfindet. Ah, da kann aber Seth Rollins retten. Was habe ich jetzt gesehen? Das wird halt eigentlich schon mal Seth Rollins und Roman Reigns auseinandergebracht. Durcheinander gebracht, kann sein. Jetzt sehen wir da Seth Rollins und er trifft nicht. Ah, Sin Ken wechselt wieder mit Bliss Kyo. Und Roman Reigns hat, glaube ich, die Schnauze voll. Und da gibt's den Seth Walk! Ah, da war Roman Reigns eine Millisekunde zu spät. Und schöner Running Neckbreaker, also Running im Sinne von der Gegner runnt. Und da gibt es wieder den Wechsel mit Sin Ken. Die Order hier richtig arm durchwechseln, aber für Seth Rollins ist die Sache mit Bliss Kyo noch nicht erledigt. Aber Sin Ken, der beendet dieses kurze Intermezzo. Aber Seth Rollins ist ganz Herr der Lage. Und na, wechselt er nicht? Nein, es war nur eine Farce.
Und Neckbreaker. Ja, Roman Reigns, der macht da draußen erstmal Party. Der sagt hier, jawohl, das ist die Power des Shields. Kopfschere mit Cover. Sehr nah an den Ring sein. Ah, der Legdrop. Oh, da wird's umgedreht. Eieieiei, das hätte jetzt auch ganz, ganz schön nach hinten losgehen können. Ja, Bliskio, der kloppt sich da draußen mit Roman Reigns. Beide Member vom Shield liegen und Sinken fliegt über beide hinweg und trifft nicht. Und, aber dafür hat dieser Elbow punktgenau gesessen. Genau auf die Wirbelsäule von Sin Ken. Und er setzt einfach mal das Cover an. Warum? Weil er es kann. Ja, Two Count, da kommt Sin Ken aus eigener Kraft wieder raus und der zeigt eine Kopfschere. Roman Reigns und Bliss Kyo, die kloppen sich da auch ganz gut rum. Oh, jetzt gibt's das Cover von Sin Ken. Ja, da hätte er aber mal warten sollen, bis Roman Reigns hier raus ist. Der stand ja praktisch genau daneben. Und da kommt jetzt die ganze Technik zum Bestaunen von Sin Ken. Und Sin Ken will auch fliegen, aber der trifft nicht. Nur Bliss Kyo kann treffen. Und da gibt's den Wechsel auf Seiten des Shields. Ja, Roman Reigns haut da einfach mal so Sin Ken, genau wie er jetzt weggehauen wurde. Schöne Spring Head Scissor. Und dann rennt Roman Reigns auch noch in einen Konter. Und ich glaube, da gibt es den nächsten Wechsel. Jawohl, wieder mit Bliss Kyo. Und Roman Reigns wechselt seinerseits Seth Rollins ein. Bliss Kyo, der macht da schon das Seil. Komm doch her, ich nehme es mit beiden auf. Ja, man sollte einen Seth Rollins niemals, wirklich niemals unterschätzen. Der Typ kann viel. One Count. Außer ein Cover bis 3 durchkriegen, das konnte er jetzt nicht. Und dann nimmt er ihn hoch, da wird wohl jetzt wieder der Finisher raus werden. Ja, Sin Ken macht sich schon mal auf dem Weg hier Roman Reigns runterzuhauen und das schafft er auch. War's das? Jetzt kommt das Seth Rollins nochmal raus. Er kommt da nochmal raus, ich dreh durch. Es geht hier noch nicht mal um den Titel, aber beide Teams verbissen Viole. Keiner will hier aufgeben. Kein Seth Rollins, kein Bliss Kyo, kein Sin Ken und vor allem kein Roman Reigns. Achso, das vorhin, das war nur der Signature. Jetzt gibt's den Finisher. Voll auf die 12. Und jetzt zieht er ihn Richtung Ringmitte. Also wenn da Roman Reigns jetzt nichts machen kann, dann war's das. Und da kommt Seth Rollins noch raus. Und da gibt's den Spear. Der Spear der Entscheidung. Und nochmal der Verpfiff. Ja, der ging genauso daneben wie mein Spruch gerade, nämlich vollends in die Hose. Oh, Konter von Seth Rollins. Da bäumt er sich nochmal auf und er nimmt Anlauf. Und da gibt's den Tag. Und Roman Reigns auf dem Ringseil und Stomp in den Rücken mit dem ganzen Gewicht. Und Roman Reigns natürlich der schwerere von den beiden. Ah, da sollte ein Hardcore-Punch kommen. Oh, ein Spear gegen das Knie. Eieieiei, das muss doch wehtun. Und dann nimmt er ihn in den Aufgabegriff. Ja, Seth Rollins kann retten. Gibt da noch Bliss Kyo eine mit. Oh, da hat gerade mal Bliss Kyo nicht ganz aufgepasst und hat sofort einen Punch an die Schnauze gekriegt. Superman-Punch! Und das war's. Der Shield gewinnt nach diesem Superman-Punch aus dem Nichts. Glückwunsch an den Shield. Mal gucken, ob nach diesem Match noch was passiert. Es ist ein Rivals-Match. Nein, die beiden machen nur Party. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Glückwunsch an das Shield. Ja, die beiden Teams sind auf Augenhöhe. Und wir kommen zum nächsten Rivals-Match.